Guten Tag und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von Mein Geld TV auf dem Netfunk-Kongress in Hamburg. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Brettmann, er ist Geschäftsführer der LVMB Finanz GmbH. Guten Tag, Herr Brettmann. Guten Tag, Frau Hegewald. Herr Brettmann, Sie sind ein freier Vermögensberater. Können Sie uns den Unterschied nennen zwischen freiem Vermögensberater und einem konventionellen Berater bei der Bank? Ja, im Gegensatz zu dem Berater bei der Bank sehe ich mich tatsächlich als Partner für den Kunden, als langfristigen Partner, der ihn in allen Bereichen der Geldanlage betreut, unabhängig von irgendwelchen Produktvorgaben oder Vorgaben der großen Bank, sondern ganz klar ausgerichtet an den Zielen und Wünschen des einzelnen Kunden. Sie sind jetzt seit 15 Jahren selbstständig und hatten schon die ein oder andere Herausforderung. Wie weit konnte Sie die Netfunk dabei unterstützen? Die Netfunk unterstützt mich insbesondere dabei, wenn es darum geht, sich an neue gesetzliche Rahmenbedingungen zu orientieren, sei es beispielsweise gestern durch die Anbietung eines Steuerworkshops oder aber auch, indem sie den Kapitalmarkt analysiert und mir interessante Lösungsbausteine für die Kunden vorstellt. Und warum haben Sie sich endgültig für die Netfunk entschieden? Die Netfonds bietet für mich einfach das Komplettpaket an. Das heißt, ich habe hier sehr gute Möglichkeiten, meine Kunden individuell zu beraten auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eine gute Unterstützung auch für mich als Partner der NFS zu bekommen. Herr Brettmann, können Sie uns verraten, warum ein Investor bei Ihnen Geld investieren sollte? Ja, dass Sie mit all Ihren Fragen zu mir kommen können und sicher sein können, dass Sie einen vertrauensvollen Ansprechpartner haben, der sich um Ihre Finanzen kümmert. Und was sind noch die wichtigen Punkte, die Sie Ihren Investoren versprechen? Darüber hinaus natürlich die Unabhängigkeit. Wir haben zum einen keine eigenen Produkte, aber auch keine Produktvorgaben von irgendwelcher Seite, sodass wir wirklich gucken können, was haben unsere Mandanten für Ziele, für Wünsche, für Vorstellungen, um ihnen dann ein individuell auf sie zugeschnittenes Portfolio zusammenzustellen. Und wie sieht es aus mit den Kosten und der Transparenz? Das ist bei uns auch ganz wichtig. Das heißt, wir bieten unseren Mandanten auch verschiedene Vergütungsmodelle an. Das heißt, so individuell unsere Lösungsbausteine sind, genauso individuell sind auch letztendlich die Vergütungsmodelle. Die können sowohl erfolgsabhängig sein, aber auch letztendlich zeitabhängig. Vielen Dank, Herr Brettmann. Vielen Dank, Frau Hegewald.